Hallo, ich bin unterwegs auf der A61, glaube ich, Richtung Remagen. Und zwar, ich fahre da zum Tunen. Ich werde mein Fahrzeug tunen und werde darüber berichten. Und zwar nicht mit einem Chip oder mit einem Simulator, der falsche Werte dem Steuergerät vermittelt, sondern über eine Kernfeldoptimierung. Da wird also alles schön gut programmiert, beziehungsweise das ist ja schon mal getestet, dann muss man nur noch die Software aufspielen. Ja gut, also dann bis später. So, und da ist es. Tech Power, ne? Ja, in Remagen offenbar hat es hier keinen Strom, da sind ganz viele Aggregate. Ja, aber wir sind ja hier wegen der Leistungsoptimierung. Hier ist die Firma. Noch ein paar alte Schätze drin. Aha, Felgen, die passen bei mir nicht. So, hier geht das erste Leistungsoptimierung-Programm los. Der Herr ist da Spezialist und hat natürlich seine Software, wo er weiß, wie er da was machen muss. Gehe ich mal davon aus. He? Genau. Und fangen wir mal mit dem Iveco an zu optimieren. 3 Liter Iveco, 205 PS in der Serie. Und der kriegt halt so circa 80 Newtonmeter mehr. Und das lesen wir jetzt erstmal aus. Dann. Super. Und die merkt man dann auch. He? Ja. Also man kann dann, das ist jetzt ein Schaltgetriebe bei dem in dem Fall. Man kann ein bisschen schaltfauler fahren, ein bisschen untertouriger. Kann länger im sechsten Gang bleiben nachher und braucht nicht so oft zurückschalten. Genau, und da, durch das hat man ja dann einen besseren Verbrauch. Genau, und man fährt auch entspannter dadurch. Genau. Also ihr macht zuerst vom System eine Speicherung. Ja? Genau, wird erstmal alles kopiert, weil es sind alles verschiedene Daten hinterlegt, Softwarestände, Fahrgestellnummer, deswegen muss man immer erstmal die Daten kopieren und kann nicht irgendwas dann direkt reinschreiben. Man muss das erst auslesen und dann bearbeiten. Super. Ja. In dem Fall dauert es erstmal ca. 15 Minuten, bis er die Daten gelesen hat. Okay. Deshalb super. Kann ich dann schon mal zum anderen Fahrzeug gehen. Ja, ja, ein nach dem anderen. Ne? So, jetzt speicherst du die Daten, die er ausgelesen hat. Genau, jetzt haben wir das richtig abgespeichert und dann kann man ihn gleich bearbeiten. Ja. Super. So, hier sind die Büroräumlichkeiten, wo das Ganze auch programmiert wird. Hier sieht man ein offenes Steuergerät. Da hinten auch. Da wird noch gelötet und ein paar Dinge geändert. Ja, da muss man echt eine Ahnung haben, hä? So, da kommt noch Verstärkung. Hopp, aus. Ist jetzt steil, muss ich gehen. Wendeltreppe. Hopp. Ja, bist auch hochgekommen. So, bald bin ich dran. Der Mann hat echt zu tun. Da sind alle miteinander gekommen. Aber ich habe ihm gesagt, ich habe Zeit. So, ja, nicht stressen. Und dann noch das Telefon. Und ja, also alle wollen wieder reisen und brauchen ein bisschen mehr Pferdchen. So, jetzt geht's bei mir los. Hä? Mal gucken, normalerweise muss das dann der Rundstecker sein, da müssen wir gleich mal gucken. Der Runde ist glaube ich nur fürs ABS, weil das ABS ist 12 Volt. Ja. Gucken aber guck mal. So, hier wird schon der nächste getuned, Audi Quattro. Als der erste kam, das war in den 80er Jahren, das weiß ich noch, das waren die Autos. Unterdessen ist die Entwicklung weitergegangen. Viel mehr PS, viel mehr Leistung. Genau. Mal gucken, dass wir Kontakt hinkriegen. Ja, jetzt mal reinkommen ins Steuergerät. He? Genau.
wir mussten da direkt ans Steuergerät mit dem Kabel, weil er keinen Kontakt hatte. Keine Verbindung beziehungsweise, aber die sind ja voll top ausgerüstet. Die haben jeden Stecker, den es überhaupt auf der Welt gibt, kann man sagen. Und jetzt geht's dann da endlich mal rein in das Steuergerät. Gut, da hat sie gefunden. Alles da, hä? Wird das Ganze ausgelesen, dann gespeichert, genau, damit man jederzeit das rückgängig machen kann. Genau, richtig. Dann sind die Daten immer auf dem, mehrfach auf dem Computer abgespeichert und kann man jederzeit dann wieder auf Serie machen. So, Auslesvorgang. Es dauert ein Weilchen. Hier haben wir die Spannungsversorgung, Strom habe ich zur Verfügung gestellt. Und hier unten ist ja das Motorsteuergerät mit zwei Steckern. Und da haben wir jetzt angehängt. Und alles ausgelesen? Ja, das habe ich jetzt schon mal. So, jetzt haben wir alles ausgelesen, jetzt wird das natürlich wieder bearbeitet, dauert jetzt ein bisschen was. Ah, das wird aber jetzt bearbeitet. Genau. Ich da im Büro oben. Ja, ein paar genau. Anpassungen. Richtig. Und okay. Dann können wir es nachher wieder einprogrammieren. Dann. Gut. Ja, dann super. Haben wir schon mal alles. Okay. So, hier wird das Ganze bearbeitet. Ne? Jawohl, das wird jetzt zusammengemischt und dann also angepasst. Und dann können wir es jetzt gleich wieder einprogrammieren. Dann. Und ja, jetzt machen wir den Iveco da unten, der ist jetzt soweit. Und dann kann man den schon mal wieder dranhängen. Ja. Dann passt das schon. Eins nach dem anderen, hä? Genau. Kann man sagen, pro Fahrzeug, so je nach Geschwindigkeit des Prozesses, zwischen halbe Stunde und Stunde, so? Ja, eher so, ist immer verschieden, halbe Stunde bis zwei Stunden ungefähr. Ja, okay. Das kommt immer drauf an dann. Mhm. Hier ist übrigens das ganze AdBlue gesimpelt da. Da spritzt es ja, ich glaube, ein. Das hatte ich an meinem vorigen Vario nicht. So, jetzt geht's weiter. Jetzt werden die Daten eingelesen. Ist das richtig? Hä? Jawohl, das ist richtig. Jetzt ist es soweit, können wir sie wieder einprogrammieren. Und dann sind wir auch schon fertig dann. So, jetzt hat er das Steuergerät da gefunden, offenbar. Jetzt muss ich aber warten, bis er wieder kommt. Nicht, dass ich da OK drücke und dann war es falsch. Ja, klar. So, jetzt wird die Software drauf programmiert. Jetzt, wie muss der Kunde vorgehen, wenn er sein Auto ein bisschen leistungsstärker machen will? Ja, im Prinzip muss man einfach mal anrufen, Termin machen oder halt drüber sprechen, was für ein Fahrzeugmotor das ist. Also Fahrgestell interessiert uns nicht ganz so sehr, höchstens wegen Gewicht. Aber ansonsten ist halt wichtig der Motor und das ist halt das, was uns interessiert. Und dann können wir auch sagen, je nachdem für welches Fahrzeug, wie lange das dauert, die Programmierung. Und in der Regel halt 1 bis 2 Stunden so circa. Man soll immer ein bisschen Zeit mitbringen, dass man dann auch ein bisschen Zeit dafür hat, um das vernünftig zu bearbeiten. Dann. Okay. Ja. Und wenn der Kunde die Möglichkeit hat, kann er sogar das Steuergerät einschicken per Post, wenn genau. Er jetzt weiß nicht, wie viele Tausende von Kilometern weg ist. Ja, das haben wir natürlich auch sehr häufig. Kann man das Steuergerät ausbauen, je nachdem. Kann man eine Ausbauanleitung noch mitteilen. Und dann kann man das einschicken mit DHL am besten. Das funktioniert am besten jetzt bei uns. Und ja, dann steht das Fahrzeug in der Regel 4 Tage still. In der Zeit ist es dann wieder zurück. Wenn das bei uns eintrifft, wird das am selben Tag programmiert. Und dann geht es am selben Tag auch wieder zurück. Gut, super. Ja. So, die Software ist jetzt drauf. Er hat ein paar Werte angepasst. Förderbeginn auf jeden Fall. Der Ladedruck nur um 0,1 mehr. Und dann halt hauptsächlich, was am meisten bringt, der hat eine Drosselung eingebaut. Das heißt, der Drossel, das ist auch Sicherheit, die hat man ein bisschen nach oben angepasst, aber nicht ganz weggenommen, damit das Ding nicht auseinanderfliegt. Das muss ja auch sicher sein. Und jetzt hat man eigentlich leichte Anpassungen vorgenommen,
aber das schadet eigentlich nicht der Lebensdauer. Man geht also da auch auf Sicherheit und nicht einfach, man könnte noch mehr rausholen, aber das wäre dann zu großes Risiko. So, jetzt kann ich da die zwei Stecker vom Steuergerät, die sind da unten, wieder einstecken. Dann sollte er laufen. Ja, okay, dann war's das. Software ist drauf. Wir sind soweit fertig. Dann bin ich mal gespannt, wie die Leistung ist nachher, wenn wir zufrieden sind. Und dann ja, gebe ich auf jeden Fall eine Resonanz. Und genau. Jeder, der jetzt auch eine Leistungsoptimierung will, also es ist nicht ein reines Chip-Tuning, sondern eine Leistungsoptimierung, genau, der kann sich bei euch melden. Richtig. Und ihr seid ja da bei fast allen Marken spezialisiert. Jawohl, können fast alle Marken machen. Einfach anfragen, wenn es nicht im Internet drin steht, einfach fragen. Stehen nicht alle Autos drin, das ist nur so ein Richtwert und dann kann man das machen. Super. Super. Ja, dann bedanke ich mich herzlich. Ja, ich danke auch für den Besuch. Jetzt mehr Power. Ja, mehr Drehmoment. Genau. Was wichtiger ist wie die PS. Genau, richtig. Super. Ja, herzlichen super. Dank. Danke auch. Dann viel Spaß damit. Alles Gute. Okay. So, das war's jetzt da. Hä? Übrigens haben sie auch einen Leistungsprüfstand, allerdings nicht hier, sondern beim Nürburgring. Da mieten sie sich ein und da können sie alles testen, programmieren. Jedes Fahrzeug, das eigentlich neu kommt, muss zuerst mal getestet werden. Ja gut, das war es von mir. Jetzt, ab jetzt eben mit mehr Power. Jetzt fahre ich mal und dann ja, hört ihr wieder von mir. So, mein erster Eindruck nach dem Chip-Tuning. Ich merke also diese Leistung. Er zieht viel früher schnell an. Ich kann früher schalten. Und man merkt auch, es hat viel mehr Kraft wie vorher. Also, es funktioniert. Super gemacht. So, nach ein paar Tagen testen kann ich sagen, ich bin hochzufrieden. Er zieht wirklich viel besser. Schon ab 1000 Umdrehungen fängt er an, kräftig zu schieben. Also tipptopp, ich bin wirklich hochzufrieden. Ja, super, also das war's. Und ja, wenn ihr da auch eure Leistung optimieren wollt, dann einfach melden bei der Firma. Ich tue es dann unten noch verlinken. Und dann war's das wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.